Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie es wussten. Aber lass uns doch zusammen mal anschauen, was da so genau abläuft. So mit den Existenzen, mit den Erscheinungen, mit den Informationen. Sagen wir mal, da ist einer und seine Informationen. Also wir können ja auch sagen, der wahrnehmende Geist und das, was er wahrnimmt. Ich bleib jetzt einfach mal bei dem, die Information. Du kannst ja nur selber wissen, ob du derjenige bist, der jetzt was wahrnimmt. So. Aber dieses, an das du da jetzt denkst, das, was wahrnimmt, ist mit Sicherheit eine Information. Das heißt also, wenn ich mir jetzt einen denke, der etwas wahrnimmt, ist das ja ganz klar ein Gedanke von mir. Und ich bin der, der den wahrnimmt, der den denkt. Das ist meine Information, dieser Gedanke. Überprüf das. Egal, an was du denkst. Du bekommst es mit. Und wäre da nichts, würde es praktisch dich auch nicht geben. Weil einer, der was wahrnimmt, braucht die Wahrnehmung, also die Information. Okay? Und jetzt beobachten wir das mal mit den Informationen. Man könnte jetzt so. Also wir versuchen einfach mal, was wir ja nicht beantworten können oder ob wir was beantworten können oder ne, was man da überhaupt, was man da sehen kann. Und jetzt gucke ich, dass eine Information eigentlich nur einen sehr kurzen Zeitraum da ist und dann abgelöst wird und dann kommt eine neue Information, eine andere. Vielleicht kannst du das auch selber beobachten, dass es keine Information zweimal gibt. Die ist in dem Moment, wo sie ist, und die kommt auch nie wieder. Es kann zwar sehr ähnlich sein, die neue oder die, irgendwann eine andere, aber es ist nie die gleiche. Da haben wir doch schon mal was. Und wir können feststellen, eine Information war vorher nicht, sage ich jetzt mal so, und ist hinterher auch nicht mehr. Das heißt ja, die hat ja ein sehr kurzes Leben, um das mal so zu nehmen, ne? Wobei die scheint ja irgendwie geboren zu werden in dem Moment und dann wieder zu sterben. Wobei ich könnte ja, wenn es die jetzt vorher irgendwo geben sollte, dann wüsste ich jetzt gar nicht, wo das sein soll. Also ich versuche immer noch, ob man das beobachten kann. Wir können uns das vielleicht ja auch so erklären, dass wir sagen, die kommt aus mir und da drin ist, sagen wir mal, alles Mögliche. Also alles, was möglich ist, ist da drin in mir und ich hole das jetzt raus, so stell mir das dahin, um es anzuschauen. Wobei das jetzt mal nicht wichtig ist, so genau wie ich das mache. Jetzt bleiben wir erstmal dabei, das ist jetzt eine Information von mir. Und danach geht die wieder in mich zurück. Und es kommt eine neue Information.
Und die wird auch wieder in mich zurückgehen. So läuft das dann. Also da ist der, aus, ich könnte jetzt mal sagen, vielleicht aus dem die Information kommt und der seine eigene Information anschaut. Also der sich das nach außen stellt vielleicht, ne? Und man, ja, das ist jetzt außen so, ne? Ob es jetzt stimmt oder nicht ist. Also. Und diese Information, das jetzt kommt ein Punkt, den finde ich sehr spannend. Ich nenne diese mal, eigentlich ist diese Information völlig unschuldig. Weil die selber kann sich das gar nicht aussuchen. Und was ja normalerweise passiert ist, ich tue die Informationen raus, also so, dass ich sie anschaue und dann hole ich sie wieder rein. Also ich löse sie wieder auf. Sie ist weg. Und bei genauer Betrachtung hat sich diese Information in diesem Moment erledigt. Ich versuche es jetzt noch ein bisschen genauer zu beschreiben. Sie ist heil. Heilig. Also, sie ist geheilt. Ja, sie ist wieder im Ganzen. Im Allen. Oder von mir aus auch im Nichts. Da, wo alles ist. Oder da, wo es herkommt und da, wo es wieder hingeht. Sie war jetzt für einen Moment mein Gast. Das war meine Information. Und könnte man, ich mache gerne so eine Welle, dass ich sage, eine Information, Tom, taucht auf. Und dann kommt, sagen wir jetzt, eine Pause. Und dann kommt wieder eine Information. Und dann kommt wieder eine Pause. So, und so läuft das jetzt, diese Welle immer hin und her. Und es ist eigentlich in dem Moment, wo es in der Existenz kommt, unheil. Weil es nicht mehr in mir, also da, wo es heil ist. Also zum Beispiel in der Pause. In der Pause, sage ich jetzt mal einfach, ist diese Information ja weg. Da ist wieder heil. Da ist diese Information wieder geheiligt. Also sie ist, was auch immer sie gewesen ist, es ist vergeben, es ist vergessen, es ist verziehen. Das ist jetzt, das, da will ich ja speziell jetzt mal darauf hinaus. Was auch immer diese Information gewesen ist. Überprüft das mal. Das ist ja wichtig, ne? Das geht ja gar nicht darum, dass ja, ich habe es gehört, ich habe es begriffen, weil es mir einer, ich kann es nachvollziehen, weil es mir einer erzählt. Überprüft das bitte, was genau da, oder wie du das nachvollziehen kannst, oder was du da selber herausfinden kannst. Eine Gedankenwelle ist unheil, weil sie einseitig ist, zum Beispiel. Die ist mit Sicherheit einseitig, weil es nur eine Seite ist von zwei. Und sie fehlt zum Beispiel jetzt auch. Sie fehlt in dem großen Topf, wo sie herkommen. Und sie ist erledigt. Also sie ist heil, wenn sie wieder da drin ist. Und dann kommt die nächste. Und jetzt kannst du außerdem mal beobachten, ob, also der nächste, ich meine, das ist ganz seltsam, weil wir sprechen jetzt irgendwie auch von Zeit, aber inwieweit das jetzt gesteuert wird, das ist ja programmbedingt, was da auftaucht. Das wird ja aus dem Programm generiert. Im Groben, aber versuch das selber herauszufinden, im Groben würde ich jetzt sagen,
Wenn mich eine Information interessiert, werde ich in diese Richtung mehr Informationen bekommen. Wenn nicht, löst, dann hat sich das erledigt. Also wo ich kein Interesse an habe. Und dieses Interesse, also so wird das gesteuert, was aus meinem Programm generiert wird, über mein Interesse. Also das ist meine Beobachtung. Und ein Interesse kann jede Form, also das kann zum Beispiel ein positives Interesse sein oder auch ein negatives Interesse. Wenn ich etwas habe, was mir Sorgen macht und mich interessiert das aber, ich bin sorgenfrei oder das verdient meine Aufmerksamkeit, so, das ist jetzt ja der Gedanke, dann wird es weitergehen in diese Richtung. Wenn es mich nicht interessiert, das ist so, wie ich fahre die Straße lang und die ganzen Bäume, die dann da an mir vorbeigehen, die sind weg, weil sie mich nicht, die haben mein Interesse nicht geweckt. Könnten die, dann würde ich wahrscheinlich anhalten, aussteigen, hingehen oder so, dann wäre das mehr Information. Ich würde mehr Information bekommen. Und das ist jetzt noch so eine Frage, wie das gesteuert wird, aber da kannst du dir ja eigene, das kannst du mal versuchen selber zu beobachten. Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass da irgendeiner in dir meint, ich muss das tun. Also ich muss dieses Interesse haben. Ich mache mal ein Beispiel, also eine Geschichte. Jetzt habe ich zum Beispiel jemanden bewertet. Also ich habe, das war jetzt meine Information. Wir wollen mal dabei bleiben. Ich bin da hinten, der schaut. Und das ist jetzt eine Information, wo der Heiko irgendwen negativ kritisiert. So, und dann ist es wieder weg. Es hat sich also erledigt. Das ist heil, das ist geklärt. Das ist das, was passiert ist. Das war meine Information, die ist wieder weg. Es sei denn, es interessiert mich. Und da es mich interessiert, was der Heiko so macht, also vor allen Dingen sowas, weil ich sage dann, das geht nicht. Das ist nicht richtig, sowas zu tun. Das muss abgestellt werden. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Es ist gar nicht abgestellt, weil es war eigentlich schon weg. Das ist ein Gedanke, der ist nicht mehr da. Diese Information gibt es nicht mehr. Was ich aber mache, ist, ich erhalte die jetzt am Leben. Durch mein Interesse. Und vor allen Dingen, jetzt kommt das Schizophrene, ich sage, ich will das nicht. Das ist ja der Grund, warum ich da dranbleibe. Ich will das gar nicht. Ich will nicht, dass der Heiko so ist. Jetzt verstehst du schon, ne? Ich mache genau das. Ich erhalte genau das am Leben. Um es mal so auch auszudrücken, wenn ich das nicht will. Könnte ich jetzt mir sagen, aber ich bin jetzt hier und ich stelle jetzt eine Information raus, die fehlt mir ja jetzt. Die ist ja jetzt nicht mehr in mir drin. Ne? Und der einzige Weg für diese Information ist zurück zu mir. Wieder hier rein. Und jetzt sage ich zu dieser Information, du kommst hier nicht rein. Dann muss sie draußen bleiben. Dann ist es genau das, was ich erlebe. Wenn ich sage, das gehört nicht zu mir. Die kann nicht wieder in mich reinkommen. Ich meine, klar, die einzelne, die Information, die ist sowieso immer gleich weg. Aber das Prinzip, dass ich das, was ich nicht haben will, am Leben erhalte. Durch mein eigenes Interesse.
Und dann habe ich eben meine Programmierung, die ich mir selber auferlege, wo ich dann zum Beispiel sage, das muss jetzt aber so sein. Ne? Zum Beispiel, sagen wir mal, ich würde mich jetzt sorgen. Also ich habe jetzt irgendeine Angst vor irgendwas. Angst hat nie was mit dem zu tun, was jetzt ist. Nie. Angst ist immer, was ich mir in die Zukunft denke. Es kann eine ganz kurze Zukunft sein, ganz nahe Zukunft, aber auch eine sehr weite Zukunft. Ich habe vor etwas Angst. Das ist nicht jetzt. Und durch meine Aufmerksamkeit darauf, durch mein Interesse, erhalte ich das tatsächlich am Leben. Frag dich mal, ob ich das auch gehen lassen kann. Da muss man dann sich da seine Gedanken drüber machen. Da muss man sagen, es wäre jetzt eigentlich blöd, mein Leben in Angst zu verbringen. Warum? Wofür? Es ist ja nicht jetzt, sondern ich denke immer an irgendetwas, was vielleicht noch kommt. Oder ich hätte Schuldgefühle. Dann denke ich an was, was war. Oder hast du aber Scheiß gebaut? Kennst du den Satz? Gott vergibt dir. Es gibt nichts zu vergeben. Die Frage ist, kann sein das? Kannst du dir vergeben? Und da kommt es immer drauf an, wer bin ich eigentlich? Und wenn ich der bin, der seine eigene Information anschaut, schaue ich sowieso nur in Verbindung mit meinem Programm, sieht das jetzt wieder anders aus. Dann meine ich, ich muss daran irgendetwas machen. Ist jetzt die Frage, ob ich das überhaupt kann. Kann ich ja mal überprüfen, ob das geht. Zumindest kann ich doch einen Gedanken oder eine Information, die war, nicht verändern. Sie war da und sie ist schon wieder in mir drin. Was soll ich denn daran machen? Was ich normalerweise mir denke, ist, ich will nicht, dass das wieder passiert. So will ich nicht sein. Also wichtig ist mir, dass du dir da eigene Gedanken drüber machst, wohin das führt, das hast du wahrscheinlich ja sowieso schon gesehen, und ob du es dir nicht erlauben kannst, eine Information gehen zu lassen. Also praktisch zu vergessen, so wie er ja auch sagt hier, Alzheimer ist ein Segen, weil es dich davon befreit, praktisch diese Dinge am Leben zu erhalten. Seine Sorgen, seine Ängste, seine Nöte. Hast du sie denn einmal da? Und wenn du dein Interesse daran verlierst, da ist ein Teil in deinem Programm, der sagt, ich muss mich dafür interessieren. Das kannst du mal überprüfen, ob das wirklich so sein muss. Möglicherweise muss das ja gar nicht sein. Also in der Beobachtung kann ich zum Beispiel sagen, dass mich negative Erlebnisse viel länger beschäftigen als positive Erlebnisse. Ich habe da irgendwie wahrscheinlich eine Sperre, mich nicht zu freuen zu dürfen oder so irgendetwas. Ist jetzt auch jetzt rein mal eine Beobachtung. Was ja dein Job ist, ist dich mit diesem Programm zu beobachten, wie du funktionierst. Erstmal auf jeden Fall, ohne dass ich mich da drin einmische. Und das ist schon schwer, mir das zu erlauben, so zu sein, wie ich bin. Ich, was auch immer das ist. Tja. Ich hoffe, ich konnte dir das anregen, so ein bisschen über die eigenen Gedankenwellen, die kommen und dann wieder heil sind und wieder eine neue und wieder heil. Wenn sie doch heil sind und wenn sie doch vergeben und vergessen und wenn sie doch auch unschuldig sind als Ding an sich, ob ich das nicht auch könnte, sie gehen zu lassen, loszulassen. Das, was ich mit Sicherheit nicht haben will, wieder haben zu wollen, also wieder in mich reingehen zu lassen.
damit es auch nicht immer ewig da draußen stehen bleiben muss. So. Ja. Lassen wir es gut sein, ne? Ich wünsche dir was.